Hey Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Valhalla auf unseren Kanälen. Ja, jetzt ist meine Anmod nochmal auf meinem Kanal, weil letzte Folge, ihr wisst ja, da habe ich ein bisschen reingeschissen. Aber egal. Naja gut, wir sind jetzt, haben uns mal wieder hier versammelt und müsst unbedingt nachrüsten. Wir haben jetzt eine Woche wieder nicht aufgenommen. Und heute oder gestern, ich bin gerade gar nicht sicher, kam ein Video auf Always Crafters und Simons Kanal online von deren, wo sie in den Nether gegangen sind. Und dann bei Manu plötzlich rausgekommen sind. Ja, schaut euch gerne deren Video an, wenn ihr noch genauere Infos haben wollt. Und nee, ich habe das Video mal angeschaut und dachte mir so, Junge, was haben die für kranken Stuff? Ist so. Wir müssen und unbedingt nachrüsten, ey. Manu, sein Team ist so OP. Ich meine, gut, ihr sind auch 5 Leute. Ja, gut, ja. Aber wir sollten uns auch mal ich würde sagen, es macht irgendwann kommt hier eine Folge online, wo wir mal hier alles komplett ausbauen bei uns. Ja, ja. Und was ich erfahren habe, dass Emerald-Rüstung fast, also beziehungsweise stärker sein soll als Drachenrüstung. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich mir eigentlich auch nicht. Ich meine, gut, meine Drachenrüstung ist auch sehr OP. Aber, ja. Gut, ja. Ja. Wir werden es herausfinden, Leute. Weil ich habe ja diese ganzen Upgrades und alles. Und zwar, ich würde jetzt sagen, wir tun erstmal. Oh, meine Kiste ist so. Ich tue erstmal jetzt das Zeug in die Öfen, weil das haben wir letztes Mal nicht mehr gemacht. Ja, habe ich schon gemacht. Hier ist gar keine Kohle überall im Ofen. Mhm. 32 Gold. Dann 49 Eisen. Stimmt, wir haben ja wieder 4 Dias. Echt? Wo haben wir die denn jetzt, Alter? Letzte Aufnahme habe ich doch 4 Dias gefunden in der Aufnahme. Ah, okay. Ah ja, stimmt, ja, ja. Okay, ich mache mir jetzt dann aber erstmal wieder eine Eisenrüstung, weil wir nehmen die Drachenrüstung. Also haben wir überhaupt schon gesagt, was wir heute machen? Ach genau, und zwar, wir werden heute eine kleine Erkundungstour machen um die ganze Welt, also was ist um die ganze Welt, so also ein bisschen durch die Welt. Hm. Um vielleicht noch einen Drachen zu finden und zu besiegen. Und deswegen haben wir gesagt, müssen wir uns erstmal kurz ein bisschen darauf vorbereiten. Ich muss erstmal kurz eine neue Kiste machen, aber ich habe kein Holz mehr. Stabil. Ich meine, das reicht noch genau für eine kleine. Alter, ich drücke mal die falsche Taste. Ach so, jetzt geht das ja gar nicht mehr auf. Dann habe ich jetzt ein Loch in meinem Haus. Hier tue ich jetzt erstmal alles rein. Eine meiner Hosen habe ich ja schon. Und dadurch, dass wir gerade allein auf dem Server sind, tue ich auch die Dias da kurz rein. So, Dia-Schwert behalte ich. Und zwar, ich muss kurz in die versteckte Kiste, Leute. Kurzer Cut, bitte. Danke. Bro, ich hab schon fast mein ganzes Eisen wieder verdingselt. Ja. Die Sache ist, mit meinem Shader sieht man das. Wir haben 3 Smaragde. Uns fehlt 1 Smaragd für die nächsten Dingens, ne? Die nächsten was? Na, für das nächste Teil halt. Aber der. na, für die. Hast du hier noch ein Bett? Wie heißt das? Ja, ja, ich habe eins im Inventar. Achso, ja, ich würde sowieso Bett mitnehmen. Und das soll ich auch noch. Ich lasse aber meine Drachenhose, glaube ich, an. Nee, komm, ich mache mir eine Eisenhose. Ich auch, Alter. Ich will nichts riskieren hier. Ach, mein Gott, da braucht man ja den Hammer für. Hast du noch Fäden oder so? Warte, ich muss kurz gucken, habe ich überhaupt Ja, ja, bei mir in der Kiste sind über ein Stack. Oh. Ja, chillig. Da mache ich mir nämlich auch noch kurz ein Bett. Meine Schuhe sind fast kaputt. Ich hatte doch hier hinten noch Eisen. Wie viele Fäden hast du denn? Was hast du denn gemacht, Alter? Na, ich habe unter der Höhle mal alles abgebaut. Ach so. Nimm deinen Bogen. Die Braustände. Auch nice, um gegen Drachen zu kämpfen. Ja, weiß ich nicht. Aber wir haben keine Feinde. Eher reinrennen und sterben Taktik, finde ich. Ja, stimmt. Ist eigentlich wirklich am besten. Wo ist denn der Hammer, Alter? Ich bin schon wieder blind. Hast du überhaupt einen Hammer? Ach, da oben ist der Hammer. Also. Nee, ich brauche neue Platten für das Eisen. Für die okay. Hose. Wo ist das denn? Ja, also ich wäre eigentlich ready to go. Ich gucke nochmal ganz kurz, was ich auf meine Axt bekommen würde. Um Maschinenbase. Eine Maschinenbasis. Was? Na, wenn man so aus diesen Eisenplatten einmal einen Kreis in eine Kiste macht. Okay. Verzauberst du gerade deine Sachen? Ja, ich habe gerade geguckt, ob ich was Geiles bekomme. Aber ich verzauber doch aber nicht das Zeug, was ich jetzt mitnehme zum Drachen. Das ist ja quasi eh weg. Ja, stimmt. Ich muss mir noch ein neues Bett machen, weil ich muss das jetzt hier wieder platzieren wegen der versteckten Kiste. Ja, toll. So, 3 Wolle, 3 Dinger, 3 Wolle, Bett. Hier ist da. So Leute, Cut wieder raus, wir sind wieder da. Ich habe mir kurz meine Eisenhose gecraftet und Federfall und meine Diapos-Platte angezogen. Ja.
Und ja, ich weiß nicht, ob wir mit Lava gegen den Drachen kämpfen könnten, also den quasi anfangen damit so ein bisschen. Stimmt. Boah, aber weiß ich nicht. Könnte auch in die Hose gehen. Hast du noch was zu essen? Ich habe noch Essen, ja. Weil ich habe nur verrottetes Fleisch. Ja, könntest du mir da ein bisschen was geben? Weil du hattest letzte Folge im Inventar übel viel Fleisch. Ist so. Ja, danke. Ich hätte hier. Okay, dann würde ich sagen. Wir sind ready to go, oder? Auf laut schalten. Ich muss dann irgendwann mal kurz weg. Okay. Also nur für 5 Minuten muss ich kurz jemanden unten reinlassen. Okay. Also ich glaube, Red ist ja jetzt bei mir auch genug laut. Das war in den letzten Folgen nicht so der Fall. Aber das sollte ich, glaube ich, jetzt auch passen. Ja, ich hoffe, ich bin bei mir jetzt auch ein bisschen lauter. Und ich würde sagen, wir lassen es mal in die Richtung weitergehen. Wir sind ja von der anderen Richtung gekommen. Ja, genau. Lass uns aber in die Richtung weitergehen hier unten, oder? Ja. Und sobald wir eine komplette Drachenrüstung haben, würde ich dann auch sagen, dass wir unter die Erde gehen, weil die droppen dann Eier und dann können wir uns eigene Drachen hinzüchten, die wir dann reiten können. Ja. Genau. Nee, noch nicht. Ich habe hier gerade erstmal diesen Skelettschädel abgebaut. Was? Okay, ich öffne und du. Warte, ich baue sie einfach ab. Ja. Hä, System gedribbelt. Ich habe alles bekommen, ohne dass ein Geist rauskam. 5 Manuskripte, Holz, Iron Chain. Ich habe einen Kessel. Cool. Den habe ich aus dem Hexenhaus. Ja, wollte ich gerade sagen, hast du. Und dort. Lass uns weitergehen in die Richtung. Ja. Ja, der kommt vielleicht zurück irgendwie. Keine Ahnung, der ist vielleicht gerade einkaufen. Da, ja, aber hier sind noch gar nicht diese Golddinger, ne? Doch, doch, hier. Ich hab... Oh, doch, ich höre was laufen. Ah, der kommt bestimmt. Die Kiste ist leer, hier waren schon welche. Als ob. Laufen wir in die Richtung von Manu? Kann das sein? Nee. Oder? Nee, da kann doch was nicht sein. Hier ist Zuckerrohr. Ah, nee, das ist ein Ranken von einem Baum. Hier ist Zuckerrohr. Da drüben ist Zuckerrohr, ja. Naja. Naja, gehen wir einfach weiter, oder? Nee, das ist doch sicher nicht so. Lass uns weiter geradeaus gehen. Wir können ja im Grunde genommen gucken, in welche Richtung wir gehen. Vom Nord, Süd, Ost oder so. Ja, hier stehen Kisten! LOL! Also? Hier ist da noch Scheiße drin. Schwarzpulver, Birkenholzzaun, Lederfackeln. Wow, hier ist auch noch Scheiße drin. Hier ist nur Kacke drin, aber hier waren welche. Ja. Hä, wer geht denn so weit weg vom Spawn, Alter? Also die Sache ist halt... Das muss halt vor uns gewesen sein, bevor wir dort waren, ja, an klar, unser Point. Sonst wären sie ja bei uns vorbeigekommen. Eben. Ja, hätten sie ja bei uns looten können. Ich hab den Drachen nicht gehört, nur gehört. Nicht gesehen, nur gehört. So. Nicht gehört, nur gehört. Okay, Digga. Ich muss einfach feindliche Kreaturen runtermachen. Ich komm mal Richtung. Ich geb dir gleich mal meine Koordinaten in den Chat. Ja, ich glaube, ich weiß circa, wo du bist. Wo du hingerannt bist. Warte. Och, nee. Jetzt kommen die online. Och, nee. Nein. Och, nee. Digga, wenn die jetzt rausfinden... die Koordinaten privat. Ja. Schreib sie dir am besten auf. Och, nee. Minus 111. Schreib mir die einfach in den Chat. Hier. Oh lol. Hä, wenn du sie in den Chat schreibst, dann sehen sie die ja und das will ich nicht. Nee, ein Discord-Ding. Ach so. Minus 111, 64, ja, Bruder, minus... Alter. Wenn du nochmal. Minus was? Minus 111. 111, okay. 64. Ja, die Höhe ist egal. Minus 1106. Okay. Ich hab sie dir geschrieben. Komm kurz auf Discord auf unseren Server. Ach so, okay, ja. Worldwide. The World War?
Stimmt, wir haben immer noch nicht einen eigenen Channel. Wir müssen mal noch unser Dorf benennen. Ach, Worldwide ist ja unser Channel. Ja, ja, schon, aber das ist ja eigentlich ein allgemeiner Channel, ne? Also. Weißt du, was ich meine? Ja. Oh, wie weit bist du weg? Ich bin bei der ersten Koordinate bei minus 200. Also da bin ich, oh Gott, bei der anderen minus 1100, ja, 47 circa. Also 100 Blöcke circa. Also kommst du so schnell wie möglich zu mir. Ja, ich sollte nicht so lange gehen. Dann hier am Ich halte mich gerade erst noch ein bisschen von einem Drachen. Ich sehe, glaube ich, sowieso schon deinen Nametag. Ich schwimme hier gerade ins Wasser. Ja, da bist du. Das Hallo. Nameback ist doch berglich gelegen. Ich wollte hier noch das Zucker auch mitnehmen. Ja, okay. Guck mal dort vorne rechts jetzt hier. Guck rechts. Dort vorne mal auf den Berg. Da ist das Drachennest. Siehst du es? Warte, ich muss. Was ist für ein Drachen? Achso, hast du noch nicht gesehen. Ne? Nee, ich habe den Drachen nur gehört. Ja, bisher. Stimmt. Ich habe ihn vorhin auch gerade. Selber noch nicht gesehen. Vielleicht ist er ist genau vor uns das Drachennest. Nee, guck mal, das guckt doch dort raus oben. Achso. Warte, bei mir hat die Welt noch kleiner. Achso, dort. Nee, hä? Ah, oh, doch, genau. Warte mal, bleib mal hier. Ich würde sagen, dass wir hier unseren Spawnpoint nicht noch hinter den, ne? Hier hinter der Berg, dann sind wir nicht so weit weg. Ich weiß ja nicht, wie weit er sich bewegt. Stimmt. Ja, okay, komm, mach einfach hier. Lass einfach hier kurz die Bette. Und wenn er das zerstört, ist ungünstig. Ja, ich habe einfach hier. Ja, wieder ein Stück. Ich würde das hier gesetzt. Oben auf dem Berg so. Machen, bei dem Stein. Zack, Bett, Spawnpoint gesetzt. Ich tue kurz eine Kiste machen. Ja, ich habe noch eine. Ich habe eine Cursed Chest, das ist eine von. Nein! Ah, oh, das war dumm! Ach so, das speichert das! Okay. Och Gott, spam. Das ist dumm. Mach kein Damage. Stimmt, tut mir leid. Oh mein Gott, ich mache übel viel Schaden. Oh Gott, ich bin fast tot. Alter, der hat einen Crit gefressen. Ich habe keinen Damage bekommen. Als ob, ich habe alles an mir ausgelöst. Das war aber auch so stupid, Alter. Nee, wieso machst du jetzt? Ich mal kurz hier hinten weg. Ja, weil wenn wir die so, wieder öffnen, kommt wieder raus. Ja, aber das können wir richtig gut als Fallen-Chest benutzen. Ja, könnte man. Hier, ich habe dieses Oak Pixel Hotel. Guck mal hier. Ehre. Ich mach kurz Ich mach kurz eine Kiste. Ich habe eine Crafting Table. Ja, toll. Egal, ich habe jetzt auch schon eine Kiste. Jetzt haben wir zwei. Mach noch zwei Kisten. Also oh, ich nehme die Flaschen mit. Ich nehme die Flaschen mit. Ja, gib mir auch ein paar. Ich habe leider nur zwei. Ich habe meine zu Hause vergessen. Ich hab dir eine gegeben, dann können wir Drachenatem machen für. Ja, dann gib mir wenigstens eine. Schwert brauchen wir halt einfach ein Dings. Ein. So, ich tue alles hier lassen, außer mein Schwert. Ich gehe nur mit meinem Schwert und meiner Rüstung. Mein Stimmt. Schild. Und vielleicht noch. Wassereimer und ein bisschen Essen. Nehme ich noch mit. Ja, gut, Wassereimer nehme ich auch mit, ja. Was ist denn das hier? Stay out of. Oh ja, moin, sie machen das mit dem Eck. Mit dem Drachen-Eck. Ach nee, scheiße. Okay, ich geh mal hin. Ja, ich komm auch. Mal ich hab gucken, keine Blöcke mitgenommen. Was ich höre ihn. Ich höre seine Flügel schlagen. Oder er atmet. Geh am besten von hier oben. Ja, ja, da haben wir High Ground, Alter. Ich höre ihn. Ja, ja. Aber wo ist er denn? Er ist nicht in seinem Nest. Erstmal das Gold mitnehmen. Okay, hier sind Bücher und Obsidian. Oh Gott, pass auf, ich hab wieder halben Herzinfarkt bekommen. Och, ja, hier ist eine Höhle, Nacht. Oder? Ja, ja, das. Vielleicht ist das halt wirklich ein Höhledrache. Wow, das ist ja geil. Ein Knochen drin. Ja, die sind halt ein bisschen stärker, aber die geben dafür auch vielleicht. Ach, wieder. Hier unten fliegt der, da unten ist er. Alke ist aber im Feuer. Okay, lass kurz an die Kiste gehen. An der Kiste das Zeug saven, weil das ist ein Feuerdrache, den können wir im Wasser wieder bekämpfen. Stimmt, wir müssen schlafen. Die müssen schlafen, bitte. Warte, ich kann kurz. Bitte schlafen. Bitte schlafen. Bitte schlafen. Oh Gott, Alter. Schlafen. Wo ist uns? Wo ist jetzt unser. Oh Gott, der kommt! Oh shit. Aua. Ich renn einfach. Unser Drachen. Unser Drache ist weggeklitscht. Ja! Ja, GG, Alter. Wo haben wir jetzt unsere Base aufgeschlagen? GG. Kann mir das jemand sagen? Hier, bei mir. Ich hab sie gefunden. Wo bist du? Ich mache hier kurz eine Fackel hin. Ich hab gar nichts dabei für eine Fackel. Genau, mach dort eine Fackel. Was ist das denn da unten? Ah doch, hier ist eine Fackel. Ja, hier ist ein. Nee, das ist ein Baum. Ach, da vorne ich schlafe, bist du. Ich schlafe. Wir haben noch nie in der Nacht draußen irgendwo Monster bekämpft. Ja. Joel hat kein Bett. Ja, toll. Dann hat einen Schneeball drauf geworfen. Dann soll. Tja, was ist mit euch? Quitten. Quitten, schreiben wir das so? Ist das nicht die Frucht? Ich weiß es nicht. Ja, es könnte auch quitten. Alter, ist das laut. Greift er uns gerade an? Nee, bestimmt nicht. Nee, bestimmt nicht. Ja, er hat verlassen.
Okay, wir schlafen auch perfekt. Schlafen wir? Ah ja, okay, perfekt. Ja. Okay, wo ist der Drache jetzt? Thanks. Hier brennt ein Skelett. Natürlich. Der Drache ist wahrscheinlich. Sie werden natürlich jetzt sehen, dass wir einen Drachen bekämpfen, aber das ist ja egal. Ja, egal, die werden uns nie finden. Ja, hier unten im Wasser ist er. Das ist auch wieder ein kleiner. Ja, egal. Das reicht erstmal. Alter, wie viele Fische das da wieder sind. Oh, oh. Ich habe ihn einmal gehittet. Okay, er macht mir anderthalb Herzen Schaden mit einem Schlag. Oh, er verbrennt mich. Er geht nur auf dich, er geht nur auf dich. Ich habe ihm schon gut Schaden gemacht, um ehrlich zu sein. Aber er fliegt, also er droppt immer so ein bisschen weg, wenn ich ihn hitze. Aber ich mache gut Schaden, Alter. Ich mache richtig gut Schaden, ey. Ich bin fast tot. Ich gebe ihm ziemlich kurz ein bisschen zurück. Mhm. Mach nur, er hat nur eine 50 AP. Er hat nur noch 50 AP. Nee, mich greift er überhaupt nicht an. Er geht nur auf dich. Das wäre der erste Drachen, den wir gekillt haben, ohne zu sterben. Haben wir ein neues Ei, Digga, keine Zeit. Ah, nur noch 13 HP. Er hat mich im Mund. Du wirst wahrscheinlich gleich sterben, er greift mich auch an. Ich bin tot, er ist tot. Warte kurz, ich komme. Ja, er ist tot, er ist hier unter Wasser, chillig. Alles chillig, alles chillig. Ich hab deine Rüstung, oh fuck. Warte, hier, deine Diamantenhose, Brustplatte, Dings. Ich hab sonst nichts eingesammelt. Außer Mohn und Fisch. Nein, wir haben keinen Atem genommen. Och Gott. Kann man das nachträglich noch? Ja, es geht nachträglich noch. Mach noch. Nimm noch, hast du Atem genommen? Hallo. Mit deiner Flasche. Rudi. Ich habe meine Flasche nicht. Achso. Ja, dann hol sie noch kurz. Es geht noch. Achso, Blut habe ich jetzt. Ja, egal, das sollte passen, oder? Fire. Bruder. Geht das? Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich schon passen. Okay, wir müssen jetzt hier die Rüstung bekommen. Wie geht das nochmal? Linksklick und rechtsklick. Oh, wir sind so lost. Doch, jetzt habe ich... Nee. Wo ist die Hitbox? Aua. Hey, wo ist die Hitbox? Bruder. Hä? Also die Sache ist, ich habe den jetzt rechtsklick gemacht und da passierte nichts. Ich habe halt die Flasche nicht. Ich bin ja gestorben. Ja, dann such die kurz. Ich habe die Flasche in die Kiste gehotkeyt von uns. Achso. Hä? Wieso können wir den nicht schlagen? Das Eis wieder da. Leckt es oder? Der wird kann mir halt sein. Angezeigt, das Dingens. Hast du meine Brustplatte und alles? Hey, warte mal, wie macht man. Nee, ich hab. Da liegt sie. Da im Wasser. Ich muss ganz kurz, warte mal, wie macht man nochmal die Hitboxen an? Bier? Nee. Irgendeine Tastenkombination, glaube ich. Ah, ja. Nee, hä, was ist das denn? Doch? Nee. Wie ist das Screenshot? Hitboxen sichtbar, doch. Eigentlich wäre das. Hä, aber wo ist denn die Hitbox von dem Drachen? Die ist hier oben. So ist die hier oben. Wie kriegt man jetzt dieses Gaze nochmal? Vielleicht mit der Spitzhacke oder so. Ja, stimmt. Oder mit dem Schwert. Kannst du vielleicht mal kurz eine Spitzhacke holen? Haben wir jetzt aber in dem ersten auch nicht gemacht, aber. Bro, ist das komisch. Also wir müssen hier oben schlagen, weil er ist praktisch, die Hitbox ist auf dem Wasser. Was hast du für eine Tastenkombination gemacht? F3 und B. F3 und B. Das denn? Der hat drei verschiedene Boxen. Ja, ich weiß, der hat mehrere. Macht das Ganze jetzt nicht unbedingt einfacher. Meine Spitzhacke, ach hier. Meine Axt. Ich nehme mal kurz meine alles mit. Also meine Schaufel, meine Spitzhacke und meine Axt. Können wir mal kurz ausprobieren. Vielleicht backt es halt wirklich auch nur rum. Aber das wäre übel scheiße. Haben wir da Linksklick gemacht? Nee. Doch. Ich versuch grad. Ja! Linksklick. Oder was war das jetzt? Du hast auf jeden Fall was eingesammelt. Ja. Ich habe so beides gedrückt. Ich hab Linksklick gemacht. Aber mit der Spitzhacke oder was? Nee. Ja, aber ich auch keine Spitzhacke nicht. Benutzt. Doch, wie viel nur einfach gekommen? Linksklick, aber ohne irgendwas. Ah, jetzt okay. Oh Gott, hat gerade geleckt. Ja. Aber dafür haben wir. Ich hab den Kopf. Okay, perfekt. Ich hab neun. Lol, was? Wie viel hast du? Bronze. Also wie viel von den Scales hast du? Neun. Neun. Wie viel hast du? Gar keine. Was? Hä? Das war sehr verbuggt. Da ist der Wasserheimer. Wo bist du denn? Ja, irgendwo müssen ja auch meine Schuhe noch liegen. Ja, mit den Hitbox kannst du das ja eigentlich gut suchen. Hab ich die? Nee, ich hab keine Schuhe.
Ja, ich geh mal kurz mal ein ganzes Stuff hier nach oben bringen. Also ich sehe mein Zeug gerade nicht hier rumflattern. Die haben auch noch Feuerdrachenfleisch, Alter. Ich habe ein Feuerdrachenherz. Richtig hart. Ich habe auch Fire Dragon. Aber warum haben wir jetzt so wenig nur bekommen als erstes? Ja, vielleicht war es einfach und? Ein kleinerer Drachen. Ja, aber also, die Sache ist auch, was noch die nächste Sache ist. Warum, also hast du Bronze an sich bekommen oder ist das, Nee, das ist schon Bronze. Bronze und Rüstung halt. Das finde ich komisch. Ja, und das finde ich halt auch komisch, weil die erste, das müssen wir nochmal nachgucken, wie die genau benannt war. Dragon Bone Sword, wie macht man das? Also, einfach Dragon Bone. Haben wir einen Witterknochen? Ja, ich habe einen Witterknochen. Witterbone. Aber nicht dabei, oder? Nee. Okay. Egal, dann können wir zu Hause zumindest schon mal einen zu Schwert machen. Ja, ich würde. Warte mal kurz, ich komme erstmal kurz zurück zu unserem Stuff. Das Drachenbone hätten wir ja genug. Warte mal, was fehlt dir denn? Ich habe eine Brustplatte und Schuhe. Na, mir fehlt Schuhe und Helm. Ich habe Hose und Kopf. Schuhe und Helm. Dann mache ich mir eine Hose und dir. Ja, wow, aber das. Ich, also, das reicht dann nicht. Warte mal kurz. Wo bist denn du? Wir könnten uns beide einen Helm machen. Nee, der geht auch nicht. Ja, warte erst kurz. Du hast aber noch keine Schuhe, oder? Nee. Dann mache ich mir einen Helm und du dir eine Schuhe. Dann brauche ich da noch Hosen und du einen Helm. Du brauchst auch noch Hosen und ich einen Helm. Aber warte erstmal, bevor du was machst. Achso. Und zwar, ich möchte nämlich. Erst gucken, hast du jetzt schon gemacht? Ja. Oh Gott. Es ist halt jetzt einfach Bronze. So braune Rüstung. Ich glaube, das andere ist rot gewesen. Ja. Das andere war rot. Das vielleicht haben wir einfach vorhin nur einen roten Feuerdragon gekillt. Ja, keine Ahnung, muss hier irgendwie. Also. Ich würde sagen, wir ziehen noch weiter, Check. Oder? Ja, ja, klar. Ich nehme jetzt alles wieder mit. Wassereimer, ne? Ja, mir fehlen meine Eisenschuhe. Aber hier sind noch welche Ersatz in der Kiste. Das sind safe. Ich mach gerade diese Doppelkiste leer, weil ich hier alles reingetan habe, was ich hatte. Aber das geht nicht mehr alles rein, weil ich ja dieses Gold und so habe. Ach so. Ich lass. Was ist denn sinnlos hier? 4 Fichtenholz, blaues Zeug, Zuckerrohr sollten wir behalten. Manuskript, Copper, okay, das andere ist Erde. Oh, okay, du hast mein Bett mitgenommen. Soll ich mitnehmen? Ja, ja, klar, ja, wir dürfen dann halt nicht uns trennen. Okay, lass uns weitergehen in dieselbe Richtung weiter wie vor uns. Okay. Oh nein, hier ist eine Meerjungfrau. Oh nee, nicht wieder diese Dinge. Ich werde schon wieder angesaugt. Ich habe mich eingebaut. Ah, oh, sie nee, kann mich gar nicht. Ich habe mich. Ach nee, da bei mir ist auch irgendwo eine. Bin dort unten ins Wasser gesprungen und jetzt bin ich hier. Bro, hier vorne vor mir ist so mehr. Ich habe vor mich eine Steinwand gebaut. Ich habe mich in so einen Steinkasten eingebaut. Was machen wir jetzt? So, ich bin hier eingebaut. Mir kann überhaupt nicht. Ich zieh's jetzt auch an. Siehst du meinen Steinkasten? Nee, noch nicht. Ich bin noch dahinter im Berg irgendwo. Ach, Digga, so behindert. Ich muss jetzt kurz rohen Lachs essen. Ja, mach nur. Ich kann mich aber auch hier nicht freigraben oder so. Ja, ich hab mich jetzt hier weit irgendwie. Was ist das denn? Ich weiß halt nicht, wie man denen kommt. Ja, einfach weglaufen. Ich kann mich eigentlich gar nicht mehr sehen, ich habe mich unter denen weggebaut. Ja, ja, klar, aber die haben einfach einen gewissen Radius, wo die dich anziehen. Ach, Alter. Er quittet einfach. Ja, hat letztes Mal auch funktioniert. Bin ich jetzt wieder frei? Ja, aber warte, ich muss kurz unterbrechen. Also ich würde trotzdem sagen, dass wir Aufnahme kurz beenden, weil ich muss noch kurz noch... Ah, ich bin immer noch eingesaugt. Ich glaube, man muss zu denen gehen, ein bisschen Schaden bekommen oder so. Ja, okay, warte, dann also können wir kurz bitte die Abmod machen, weil ich muss jetzt kurz los. Ja, okay. So Leute, das war's mit der ersten Folge von... ersten Folge? Warte, was? So, das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Zusehen. Ich hoffe, wir kommen aus den Meerjungfrauen davon. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Fresh about the shower, but there's nothing on my schedule, mother effer, what it do? My steez be the swaggiest, fits real clean, but my flows be the nastiest. I swear I'm working for it all, other dudes can have it quick, easy come.